Ja, unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Gerade eben war noch die Taufe im Mai 2013 und jetzt im April 2015 steht die erste Werft an. Und das Schiff muss jetzt turnusgemäß in die Werft, der TÜV sozusagen. Das Schiff ist ja aufgedockt, der Rumpf wird angeschaut, die Propeller, die Bugstrahlruder, dann die Stabilisatoren, ein neuer Farbauftrag kommt dazu. Und dann gibt es natürlich auch viele kosmetische Arbeit. Hier größere Projekte sind zum Beispiel Umbau der Sansibar oder auch Umbau der Familiensuiten. Die Familienapartments sind ja im Prinzip nichts anderes derzeit als zwei Kabinen, die mit einer Verbindungstür zusammengeschaltet werden können und somit einer Familie genügend Schlafraum bieten. Das wird jetzt deutlich verbessert. Wir schaffen jetzt für die Kinder erstmal viel mehr Platz zum Spielen. Kindgerechte Ausstattung, es wird Raum zum Spielen geben, eine Playstation. Und vor allem wird es auch einen größeren Balkon geben. Wir befinden uns hier in den Umbauarbeiten zur Sansibar, die in der nächsten Woche fertig werden soll. Wir sind hier gut in der Zeit. Die Sansibar wird komplett umgebaut, soll weniger schick werden, wie es vorher war, sondern viel mehr legere Atmosphäre bieten und sich mehr dem Original auf Sylt angleichen. Also die Sansibar an und für sich hier ist wunderschön. Also ganz tolles Ambiente und also ich glaube schon, dass das sehr gut angenommen wird und dass das schön ist. Wir befinden uns hier vor dem Sakura-Restaurant, das bislang Teil des Yachtclubs war, bei gleicher Gestaltung. Das Sakura-Restaurant soll jetzt eigenständiger gestaltet werden, mit einer neuen Materialität, mit einem eigenen Farbkonzept, mit neuen Leuchten, einem neuen Bodenbelag und mit Trennwänden, die die Bereiche so ein bisschen zonieren und gemütlicher machen. Das Fazit nach zwei Wochen fällt überaus positiv aus. Das Schiff ist in tollem Zustand, es ist rechtzeitig fertig geworden. Die Sansibar ist großartig, das wird der Treffpunkt des Schiffes werden. Die Familienapartments gefallen mir sehr gut. Ich denke, die Kinder werden das honorieren, dass wir da so viel Mühe und auch Ideen rein investiert haben. Das Sakura hat einen ganz neuen Auftritt bekommen und wird dem tollen Essen, das wir da servieren, jetzt noch mehr gerecht. Jetzt kommen gleich die neuen Gäste an Bord. Das Schiff strahlt auf Hochglanz und wir können die Leinen losschmeißen zur Fahrt nach Westeuropa. In 8 Tagen sind wir wieder zurück in Hamburg, werden dann die Nord- und die Ostsee erkunden und so ein bisschen freuen wir uns, glaube ich, alle schon auf die Reisen rund um Weihnachten, wenn wir in Südafrika sind.